Hello and welcome to German in 7 days. Off. Hello and welcome to German in 7 days. Today, day four of the introduction chapter on the topic shopping. Hallo und herzlich willkommen zu Deutsch in 7 Tagen. Heute zum Tag 4 des Einführungskapitels zum Thema Einkaufen. Max geht beim Supermarkt um die Ecke einkaufen. Max is going to the local supermarket around the corner for his groceries. Er hat sich vorher eine Einkaufsliste gemacht. He prepared a shopping list in advance. Tomaten, tomatoes, Bananen, bananas, Sojamilch, soy milk, Tofu, tofu, Erdnussbutter. Peanut Butter. In der Gemüseabteilung findet er Tomaten und Bananen. In the vegetable section he finds tomatoes and bananas. Die Sojamilch kann er nicht finden. He cannot find the soy milk. Max sieht einen Angestellten. Max spots an employee. Er geht auf ihn zu und fragt ihn. He approaches him and asks. Entschuldigung, wo finde ich denn die Sojamilch? Sorry, where can I find soy milk? The employee responds, die finden Sie neben der Milch. You find it next to the milk. Max says, danke, thanks. The employee responds, bitte, welcome. Max findet die Sojamilch. Max finds the soy milk. Danach geht er zum Regal mit Tofu. Then he goes to the shelf with tofu. Er kann den Preis nicht finden. He cannot find the price. Max fragt wieder einen Angestellten. Again, Max asks an employee. Entschuldigung, wie viel kostet der Tofu? Sorry, how much does the tofu cost? The employee responds, der Preis steht auf dem Schild. 1,59 €. The price is written on the tag. 1,59 €. Max responds, ah, danke. Ah, thanks. The employee responds, bitte. Welcome. Zum Schluss fragt er noch den Angestellten. Finally, he asks the employee, und haben Sie auch Erdnussbutter? Do you also have peanut butter? The employee responds, nein, die haben wir leider nicht mehr. No, sorry, we don't have it anymore. Max responds, ah, schade. Oh, bummer. The employee responds, tut mir leid. Sorry. So, this was day 4 on shopping, groceries, of the introduction chapter of Learn German in 7 Days. Das war also Tag 4 zum Thema Einkaufen des Einführungskapitels zu Deutsch in 7 Tagen. As always, if you have any questions or if something remained unclear, please use your mouse cursor on the website, mark the text and leave a new note or create an annotation highlight. Wie vorher auch schon erwähnt, wenn etwas nicht klar geworden ist, dann gehe bitte auf die Webseite, markiere den Text mit deiner Maus und erstelle entweder eine neue Notiz oder eine visuelle Anmerkung. Thank you very much. Herzlichen Dank and see you next time. Bis zum nächsten Mal.